Die Wende läutete dann das langsame Sterben der Ost-V60 ein. Die Bahnreform 1994 gab dann den Rest. V60 zum Schleuderpreis. Private greifen zu. Auch bei der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft steigt der Bestand. Hier gibt es auch welche mit Funkfernsteuerung und bunten Farben. Mit Funkfernsteuerung ist auch diese des Schotterwerks in Rübeland im Harz unterwegs. Überall, wo man hinschaut, leisten V60 Ost wie West noch treue Dienste. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir diese in noch typischer Reichsbahnlackierung angetroffen. Seit 1992 sind die V60 Ost in das westliche Nummernschema eingereiht. In die Baureihen 344 bis 347. Anfangs sind die gelben Rangierloks noch unverzichtbar. Auf dem Weg von Bad Salzungen nach Facha muss diese sogar im Regionalbahndienst aushelfen. In den ersten Jahren der Deutschen Bahn AG werden viele V60 Ost noch der aktuellen Farbgebung angepasst. Verkehrsrot mit weißem Warnbalken. Mit ihren 650 PS und hydraulischem Getriebe werden eine Höchstgeschwindigkeit von 60 und im Rangiergang 30 km/h erreicht. Trotz einer Achse mehr ist die Anfahrtzugkraft aber kaum höher als beim westdeutschen Pardon. Ende 2004 mussten die letzten V60 Ost den Dienst bei der Bahn quittieren. Einige laufen aber auch heute noch bei den Bahntöchtern DB Autozug und bei DB Gleisbau. Geblieben sind uns außerdem jede Menge private Ost-V60 und etliche Museumsloks. Wieder ist es die Schwarzenberger Lok, die einen Sonderzug bespannt. Der Zug ist auf dem Weg nach Zwickau, hier in Hartenstein. Wie
Bleiben wir bei den Museumsloks. 105.015 der ostsächsischen Eisenbahnfreunde Löbau rollt aus dem Schuppen. Sie gehört zu den jüngeren, 1980 von LEW Hennisdorf ausgeliefert. Ein Kuriosum ist die Benummerung, denn mit 106.999 war 1975 dieser Nummernkreis vollständig belegt. Da die Baureihe 107 bereits vergeben war, wich man nun auf die Baureihe 105 aus. Ist im Rangierbetrieb. In Zittau drückt sie Güterwagen auf Schmalspurrollwagen. Der Dienst bei der Schmalspurbahn in Zittau ist eine typische Rangierarbeit für eine V60. Heute nur noch im Museumsbetrieb nachstellbar. Wagen für Wagen wird aufgedrückt. Ja.